Entgeltoptimierung mit Hilfe der Unternehmenskasse. Die Unternehmenskasse ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Instrument, um Vergütungssysteme zu optimieren, um Vergütungssysteme attraktiv zu machen, weil es ist einfach sehr einfach, dass der Mitarbeiter anstelle von einem Barlohn, von dem er in der Regel nur rund 50% erhält, der Arbeitgeber noch auf den Bruttolohn 20% Sozialabgaben rund drauf bezahlen muss, was sehr geringe Effizienz ist, für den Arbeitgeber sehr teuer, für den Arbeitnehmer sehr unattraktiv, kann anstelle dessen eine betriebliche Alterssorgung gewährt werden, mit dem Vorteil, dass die Liquidität nicht abfließt, im Unternehmen arbeiten kann, zu einem günstigen Zinssatz in der Regel von 2,25%, langjährig, langfristig, sicherheitenfrei und der Mitarbeiter andererseits eine hohe Versorgung bekommt, weil einfach nicht wie bei der Versicherung Kosten, Gewinne, Provisionen und so weiter weggehen, sondern der erste Euro bereits verzinst wird mit 2,25% und sich von daher eine deutlich höhere Ablaufleistung ergibt im Vergleich dazu, wie wenn bei der Versicherung nur 70% angelegt werden und 30% einfach durch Kosten, Provisionen, Gewinne und so weiter weg ist. Von daher hohe Effizienz und es wird auch unterschiedlich genutzt. Es gibt auch Unternehmen, die sind schon hergegangen in Sanierungsphasen, haben die Gehälter gekürzt, haben stattdessen Zusagen auf betriebliche Alterssorgen gemacht. Andere Unternehmer gehen den umgekehrten Weg. Sie sagen, statt einer Gehaltserhöhung, statt einer Lohnerhöhung, gewähren wir eine betriebliche Alterssorgung. Wenn ich hier mal einen Beispielsfall erzählen darf, ein Unternehmen, das rund 84 Euro Gehaltserhöhung für die Mitarbeiter machen wollte, 84 Euro kostet dem Arbeitgeber rund 100 mit Sozialabgaben. Beim Mitarbeiter kommen rund 45 an. Das sind, wenn man es mal plastisch ausdrückt, sind ungefähr 45 Euro, 9 Schachteln Zigaretten. Wir haben ausgerechnet, wenn man die Gehaltserhöhung von 84 Euro nimmt und eine Versorgungszusage ausrechnet, kriegen wir Monatsrenten zwischen 300 und 800 Euro oder entsprechende Kapitalleistung. Wenn man sich das vorstellt, die Alternative, hier 9 Schachteln Zigaretten, auf der anderen Hand eine Urkunde, je nachdem wie alt der Mitarbeiter ist, zwischen 300 und 800 Euro monatliche Rente, was bedeutet, dass die Versorgung weitgehend sichergestellt ist, dann ist die Attraktivität, dann ist der Nutzen für den Arbeitnehmer vielfach höher. Und wenn man das mal durchrechnet, das war damals ein 20-Mann-Unternehmen, dann hat der Arbeitgeber rund 250.000 Euro Liquidität bereits in den ersten 10 Jahren dadurch gewonnen. Und auch beim hypothetischen Letztversterben wäre eben noch ein Betrag von 3 Millionen, nachdem jeder mit 86 Jahren verstorben ist, wäre noch 3 Millionen übrig geblieben. Also für beide Seiten hocheffizient, wobei es gar nicht darauf ankommt, wie viel übrig bleibt, sondern ein Arbeitgeber, der im 20-Mann-Unternehmen 250.000 Euro Liquidität zusätzlich generiert, nach allen Kosten, nach allen Gebühren, nach allem, was irgendwo dran hängt und damit leicht die Mitarbeiter befriedigen kann, auch ohne Fluktuation, auch ohne irgendwelche Faktoren, die gut laufen müssen, unter Worst-Case-Szenarien, dann ist es für mich mehr als attraktiv im Entlohnungssystem.